verpasst. Ja. Ach so. Ordner. Ich habe gesagt, da mache ich den Kurs scharf, genauso wie ich. Ja, es ist kein Medien da. Hat uns heute auch nicht das Wort des Tages mitgeteilt, so wie das letzte Mal mit Raiden. Wir sollten Raiden. Raiden wir nicht drüber. Genau. Boah, ich sehe die Maus nicht mehr. Schnee und Regen. Ah, da ist er. Was? Schnee und Regen? Also schneien soll es jetzt hier nicht? Nee, aber bei Schnee und Regen sehe ich meine Maus nicht. Ach so. Bei Schnee ist es immer ganz schlimm. Das suche ich auch immer. Beziehungsweise den Mauszeiger, ne? Willkommen in Ihrem Feld. So, Feld 34 haben wir. Und dann kann ich zurückgehen zum T-Rex. Aber ganz schön viel Hackschnitzel, ein paar Bäume hier. Das sind ja auch die amerikanischen Ulmen, oder? Hab jetzt nicht drauf geachtet. Das habe ich letztens auch gemerkt, wo ich dann meine zwei Felder zusammengelegt habe. Die Bäume, die dazwischen waren, das war übertrieben viel Hackschnitzel. Amerikanische Ulme, ja. Ja, die sind echt gut. Viel Heu runter für meine paar Ziegen, aber naja, gut. Hab ich erstmal Vorrat. So, da hinten das Braune, das ist alles meine amerikanischen Ulme. Da bin ich ja in 10 Jahren noch beschäftigt, Hackschnitzel zu machen. Ja. Da kam mir auf die Idee, so viel amerikanische Ulme da anzupflanzen. Keine Ahnung, da muss völlig verrückt sein. Ja. Sein Grasfeld. Grasfelder. Jetzt noch ein bisschen tiefer machen und der da den direkten. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich pass. Ja, viel Glück. So, dann kann ich Stamm. Komplett gefällt. Nein, nicht da. Ich lässt doch wieder was stehen. Ah, jetzt. Ich mach da nicht mehr zu Ende. So. Oh Mann, das funktioniert jetzt gerade die ganze Zeit und kaum geht man der Höhe rum, passiert. Funktioniert es nicht mehr. Ach,
Oh, noch einen? Einen schaffen wir noch, ne? Wie viel Prozent gibt der jetzt gerade? Okay. So, da ist er wieder. Da ist er wieder. Wetter. Dankeschön. Noch einer, dann bin ich voll. Wie, du bist schon wieder voll? Ich bin schon wieder voll. Ein Kaffee reicht und ich bin voll. Mal den jetzt mal hin. Hackschnitzel, wo bringe ich denn jetzt Hackschnitzel hin? Kann mir das mal jemand erzählen? Zum Hackschnitzelverkauf. Ah, zum Glück hast du wahrscheinlich meine Facecam jetzt nicht gesehen. Nee. Mein Augenrollen und, naja. Guten Abend, Sebastian. Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Wie man das eben so kennt. Hallo, Sebastian. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dass ich schon im Regen mache. Du als Landwirt oder der im Lohnunternehmen arbeitet. Heute mal sehr unrealistisch. Wie viele Hackschnitzel passen in einen Zug rein? 600.000. Es wären 3 Stück. Den Zug kann ich mir ja auch ranholen, ne? Das auch schon mal gemacht. Du kannst direkt mit der Fräse dann in den Zug überladen. Das funktioniert. Ja, ich weiß, es macht man nicht scheu im Regen, aber es geht gerade nicht anders. Er soll auch bald aufhören. Er müsste sich dann hier hinten stoppen. Dann bräuchte ich nur die Straße runter. Du kannst ja auch sogar einen AD-Punkt machen. Züge fahren ja auch mit AD jetzt. Kannst du den mit AD immer schön hin und her fahren lassen. Wie mache ich den AD-Punkt dann ganz normal? Ich steige in den, also ich miete mir den Zug, steige ein und setze dann aus dem Zug den AD-Punkt. Einfach auf der Schiene den Punkt setzen. Nur ein Punkt ohne Strecke, das passt, das reicht. Achso, da oben hast du ja schon eingesetzt, Exportzug, ne? Genau, das ist die Verkaufsstelle. Ah, okay. So, das heißt, ich gehe hier hin. Das probieren wir jetzt mal. Mieten uns den Zug. Schauen, wo er auf der Karte ist. Wo ist das lila Ungetüm? Dann könnte ich da ja für die Fräse einen Überladepunkt machen, ne? Zu machen, ja. Mal schauen, ob das funktioniert.
Wir bauen uns jetzt einen Überladepunkt auf den Zug von der Fräse. Mal schauen, ob das funktioniert. Da bin ich ja gespannt. Wenn ich jetzt den Zug finden würde. So, was auf jeden Fall nicht funktioniert, die Fräse mit Spanngurten auf den letzten Waggon festmachen und versuchen, mit in den Export zu nehmen, das geht nicht. Ja, das berichtest du, ne? Das hast du ja berichtet, dass das nicht funktioniert. Ah. Das habe ich versucht. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil der Punkt außerhalb der Map ist. 2,3 Kilometer, der ist immer noch, glaube ich, außerhalb, ne? Der denn immer noch nicht? Wo ist mein Zug? Der kommt doch hier oben. Wo kommt der denn wieder rein? Der kommt doch bei dir da oben irgendwo wieder rein auf die Karte, ne? Dort, wo der Export ist, da kommt er wieder rein auf die Map. Dort ist quasi die Map-Einfahrt. Okay. Dann müsste der ja hier irgendwo auf der Strecke zu sehen sein. Ist er aber nicht. Ja. Ah, da kommt er. Falsche Richtung. Warum kann ich jetzt in den nicht einsteigen? Ja, weil es noch nicht Steiner ist, da ist erst Steiner, wenn er da steht. Ach nö, hat der Big M auch was stehen lassen. Bestimmt vorhin, wo es mal kurz geleckt hatte. Naja, egal. Zoll ich nicht nochmal her wegen dem Bissen. Fährt er echt die ganze Strecke zurück, ne? Das, was am kürzesten ist, macht er. Nee, ich hätte ja jetzt schon mal einsteigen können, macht er aber nicht, ne? Er lässt mich Achso. echt nicht vorher einsteigen. So, Ach komm. so, ja, nee, das geht erst, wenn er wirklich da einmal gestanden hat. Willst du jetzt mal an hier? Ah, jetzt ist es meiner. Wir fahren Zug und Bahnromantiker sieht das nicht. Ja, ich glaube, so eine alte Diesellok mit so ein paar Güterwaggons ist nicht so romantisch. Ich glaube, da brauchen wir eher so eine alte Dampflok oder so. Jetzt. So, sieht es emissionstechnisch aus? Aus 60%. Kurz vor der Map-Ausfahrt soll er halten. Super, RGM ist auch fertig. Super. Oh, hat er einen Bremsweg. Meine Güte. Ich muss dann auch jeden Waggon einzeln beladen, ne? Oder kann ich einfach an einen Waggon ranfahren? Einfach überall die Klappen aufmachen und dann kannst du mit der Fräse von außen einfach lang fahren und die voll machen. Da musst du noch die Deckel aufmachen. Mal. So, und ich mache jetzt hier einfach, wie mache ich denn jetzt? Ja. Jetzt fährt der ICE durch mich durch. Sieht witzig aus, ja. So, er macht jetzt Hackschnitt für Zug. Soll das unter Verkauf ist das wahrscheinlich, ne? Handel, Verkauf. Was der Export? Ne, da Ah, müsste. Exportzug habe ich schon so. Und dann kommt hier Achso. Hackschnitt. Und dann schalte ich den einfach an, ne?
Genau. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert, das mit diesen Liefern und Abholen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall fährt er automatisch zu Wegpunkt. Jetzt müsste er ja da stehen bleiben. So, wo ist denn jetzt meine Fräse? Hier. Schöne nasse Heu hier. Jetzt recht dran erinnere. Kann ich auch immer nicht mehr laufen? Kann ich denn mal hier den Helfer kurz reinhauen? Ja, geht auch. Macht so. Da steht er. Das Chaos am Hof beseitigen. Hier. Stau. Eins. Wir machen jetzt von hier aus. Fahren wir jetzt weiter. Linke Shift-Taste, einmal Rekord drücken und dann haben wir gleich eine Nebenstrecke. Ich hab ja nicht weiter, hier ist Map-Ende. Ah, okay. Ist der T-Rex? Hm? Na genau, das geht da nicht. Der fährt dann nur bis dahin. Das heißt, wir müssen den Punkt wegnehmen. Den Punkt wegnehmen. Hier machen wir überladen. Oder bin ich jetzt zu weit? Ah, ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Ich dachte, der hat einen größeren Rost. Aber das ist ja kein Problem. Wir müssen den Zug dann so und so noch ein bisschen weiter zurücksetzen. Du willst die Fräse direkt auch mit Auto Drive entladen lassen? Ja. Bin gespannt, ob das klappt. Ich auch. So, du musst ziemlich nah am Zug stehen, glaube ich, dass das funktioniert. Der lädt hier nicht rein. Ja, weil die Deckel zu sind oben. Muss die Deckel erst aufmachen. Ich hätte das gut gemacht. Aber wir müssen den Zug ein bisschen weiter. Ich komme hier nicht weiter. Mmh.
Werkstatt. So. Sieht's hier aus? Er wendet noch. Warum steht er so weit hinten, obwohl der AD-Punkt... Nimmt er die Mitte des Zuges als AD-Punkt? Kann das sein? Ich will es gar nicht sagen. Weil der AD-Punkt ist hier vorne, ja, der nimmt die Mitte des Zuges. Das heißt... Boah... Halt doch noch später an. Was, 6.000 Euro Lohnzahlung? Was habe ich denn hier gemacht? Was ist das für ein Stundenlohn hier? So, der ist gleich fertig. So, das heißt, der muss hier stehen. Öffentlich ist total anders als vorher geplant. Weit fährt der Zug denn jetzt schon wieder? Der fährt schon wieder viel zu weit. Jetzt hält er an. Nee, das würde rein theoretisch doch. Jetzt bin ich hinter der Map. Ich komme jetzt nicht weiter, hier ist die Grenze. Ich bin jetzt hinter der Map-Grenze und komme jetzt nicht zu meinem... So. Warst du nicht mal reingelassen auf die Thüring? Nee, ich wurde nicht mal reingelassen. Ausgesperrt. Ich wollte noch gucken, ob die Waggons jetzt alle offen sind. Sehe ich ja gar nicht, ob die offen oder zu sind. Siehst du, wenn oben die Deckel auf sind oder nicht? Ja, aber nicht hinten bei den hinteren. Doch, ja, du musst den auch anwählen. Oben. Ich hab den ja jetzt oben. Das ist jetzt der direkt hinter der Lok ist. Und ich habe jetzt N gedrückt. Ach so, ja. Geht natürlich nicht, wenn AD an ist, ne? Ach. Nee, dann geht's nicht. So. Der ist jetzt offen. Ja. Abdeckung öffnen. Updates. Abdeckung schließen. So. Jetzt sind alle offen. Wenn der Zug dann gleich zum Entladen kommt, müsste er ja die Deckel automatisch öffnen, ne? Zum Entladen brauchst du die nicht offen machen. Nee, ich meine jetzt... Wenn er zum Laden kommt, nicht zum Entladen. Dann, ja, eigentlich. Hoi, hoi, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. So. Das funktioniert auch. Das heißt... Nicht alles aus. Aber in dem
Also aber in den hinteren Waggon geht doch gar keine Hackschnitzel rein, ne? In den weißen? Ne, in den offenen, in den Holzwaggon. Nee, da geht's nicht rein. Nee. Oh. Da habe ich ja versucht, die T-Rex draufzustellen, das geht auch, aber wie gesagt, am Map-Ende, dann bleibt er hängen. Haben wir jetzt mal. So, entlassen hier. Das machen wir uns selber. Dann fahren wir jetzt von hier aus, machen wir jetzt die Wendespur. Ich bin ja gespannt, ob das funktioniert. Da müsste er nur noch selbst fräsen. Das wäre geil, wenn wir CP fräsen lassen können. Da müsste ich gar nichts mehr machen. Was habe ich die Zeit vorgestellt? Falsch das. Komische Spur hier, aber egal. Ich wollte jetzt erstmal gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert. So. Den Punkt haben wir auch fertig. So, ich habe jetzt den Zug angefahren. Und ich habe jetzt die T-Rex, die den Überladepunkt eingefahren. Ist natürlich nicht verbunden. Ja, klar. So, da ist jetzt verbunden. Fahren wir noch mal ganz kurz ab die Strecke. Da ist sie natürlich nicht verbunden. So, jetzt haben wir verbunden. So, das heißt, ich fahre jetzt mit der T-Rex. Versuche jetzt mit der T-Rex den Zug zu beladen. Voll. Das ist jetzt der Punkt. Standard hat überladen. Soll sie abladen. Genau. Und dann lassen wir sie mal fahren. Jetzt klappt die sich erst ein. Okay. Boah, jetzt hat er auch noch den falschen Spur genommen hier. Boah. Jetzt läuft er wieder, oder? Ja, das ist. Ich weiß auch nicht, wie AG immer ab und zu auf den Trichter kommt, daneben dann die Spur zu nehmen. Jetzt nimmt sie richtige. So. Ich habe jetzt die Hände weg. Da, bin jetzt mal gespannt. Ich auch. Ich auch. Da kommt sie nicht rum. Ah, da bleibt sie am Zug hängen. Oh, da habe ich wieder sehr viel Arbeit morgen. Mit die Waggons kaputt fährst. Wann arbeitest du denn im Bahnausbesserungswerk? Und immer. Seit meiner Ausbildung. So, nochmal. Also das heißt nicht mehr Ausbesserungswerk, also. Ja, jetzt fährt er die andere Strecke. Ich krieg die Krise. Ich glaube, der ist auch ein bisschen planlos, der AD-Fahrer, kann das sein? Ja. Aber nett, er hat einen Blinker gesetzt. Aha. Sehr vorbildlich. Schön, dass du deinen Spaß hast. Ja, das freut mich immer sowas. So, kommt sie jetzt rum oder kommt sie jetzt nicht rum? Na, noch nie. Doch, jetzt kommt sie rum. Fährt aus.
Kommt sie da jetzt nicht weiter oder was macht sie jetzt hier? Ich glaube, die Punkte sind noch ein bisschen zu nah dran. Ach nee, nee, jetzt ruckelt's wieder. Ich hab den Sta. Autsch! Autsch! Micha, was tust du da? Wo bin ich? Oh! Wo bin ich jetzt? Wo bist du denn gelandet jetzt? Hallo? Hallo? Ah, ich bin meinem Händler. Bist du jetzt auch ganz schön geflogen, ne? Alter Spieler. Ja, bist du jetzt mitsamt der Fräse dahin geflogen, oder was? Ja. Weil ich die nur kurz im Bauch umsetzen wollte. Oh je. Oha. Also. Mal eben einen Map-Rundflug gemacht, oder wie? Sowas von. Herrlich. Ich hatte nur kurz den starken Bauern eingesetzt. War dann wohl ein bisschen zu stark. So, dann gucken wir doch mal, ob sie jetzt alleine hinfährt. Ich kann mich so lange um mein anderes Fahrzeug kümmern. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ach, die fährt jetzt nicht. Warum fährt die jetzt nicht? So, dann nehmen wir noch mal den starken Bau. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Oh, ist auch nichts Schlimmes. Diesmal ging es. Ich weiß jetzt nicht, wo die lang fährt, aber so, wir haben immer noch 45% Dünger drin. Da können wir mal gucken, ob wir noch irgendeine Düngermission haben. Also zwei müssen noch da sein oder drei. Welt 11 würde ich dann noch nehmen. Ja, ne, ich habe meinen jetzt schon noch zum Hof geschickt. Ach, schon Feierabend oder was? Ja, mit Dünger streuen. Feierabend ist noch nicht, ich muss ja Heu machen im Regen, hallo? Ja. So schlimm ist es schon. Job erstellen. Das war ja jetzt aber mal ein schöner Rundflug. Oder Anstaltsleitung, das war cool, ne? Feld 11. Das ist eckig, das können wir ja scharf lassen. Und dann machen wir generiere Feldkurs. Das sieht gut aus. Haben wir einen Ordner. F11 und dann noch Kurs speichern. 42 Meter. Schaut. Ich hatte scharf geschrieben. Achso. Dachte ich mir jetzt mal. Feld 11. Und gib ihm. So, dann gucken wir doch mal, wo jetzt die. Die fährt jetzt hier unten lang. Also die ist schon wieder Hälfte des Weges hat sie geschafft. Super. Das war ja jetzt eben mal richtig klasse, ne? Mhm. Oh Gott.
Könnte in der Zeit noch mal. Ich habe doch jetzt eine Gülle, ne? Eine Güllemaschine, oder? Wie viel Gülle habe ich denn jetzt schon? Lohnt nicht. 1700 Liter. Kannst ja mit einem Strohhalm rausziehen. Da brauchst du ja nicht mit einer Pumpe hinzufahren. Lecker. Lecker, lecker. Ich habe Mist. So ein Mist. Da hast du drauf gewartet jetzt, ne? Ja, genau, da ist der Trigger. Natürlich habe ich da drauf gewartet, was denn sonst? Sonst wird das doch keinen Spaß machen. Apropos Spaß, wie lange machen wir denn? Mir ist egal. Mir ist das egal. Mir ist das egal. So. Bei Wenden ist wurscht. Oh, in einer Minute 50 wissen wir mehr. Oha, es wird spannend. Mal gucken, wo ich diesmal hinfliege. Vielleicht fliegst du diesmal bis zum Mars. Ja, ich glaube, hätte ich das händisch gemacht, wäre ich schon das dritte Mal jetzt am Flug. Ich glaube auch, ja. Aber das wäre ja nicht so cool, ne? Nee, das wäre nicht so cool. Weil wenn das funktioniert, würde ich. Haben wir einen Überladewagen für Hackschnitzel? Ja. Wenn ihr mein normaler Überladewagen drauf ist als Mod, der kann Hackschnitzel. Dann würde ich das nämlich mit dem Überladewagen machen. Den einfach hin und her fahren lassen und ich kann dann hier den Wald fräsen. Und AD fährt ja automatisch den Zug. Ist hier drauf. Wie viel fasst der? 50.000 hatte. Ist nicht viel, ne? Nee, aber halt ein Überladewagen. Du kannst hier auch so einen Modderbin holen mit 200.000. Dann ist gar kein Hackschnitzel. Ne, weil wenn ich die T-Rex einmal entlade, die hat ja 200.000 Volumen. Ich bräuchte 4 Überladewagen. Weil die arme Unimog. Zieht er ab. Ja, ich nutze den halt kaum noch. Ich habe den jetzt bloß zum Schwarter holen gefahren, aber ich will das lieber mit meinem Petrak machen. Guck mal. Jetzt hat sie ganz kurz abgeladen. Und hört wieder auf, weil wahrscheinlich der Funk zu dicht ist. Diesmal steige ich aber nicht aus. Die lädt aus. Die überlädt. Wahnsinn, oder? Hast es geschafft. So, jetzt fährt so weiter im nächsten. Macht sie da auch weiter? Ja. Geil. Geil. Heizmodus links. Kann man den noch machen? Rechts. Mitte. Ich mach das mal rechts hin, das ist schon ganz gut so. Ja. So. Perfekt. Der Zug fährt aber nicht los. Doch, der Zug fährt automatisch los. Ja, super. Es geht.
Job, ne? Die Sache ist jetzt nur, wenn der Zug jetzt wieder ankommt, dann steht die T-Rex ja da vorne. Das heißt, sie bekommt nur den ersten Wagen. Ah, die bekommt jetzt nur den ersten Wagen. Das ist doof. Aber wenn das jetzt so klappt, dann hole ich mir jetzt vier Überladewagen. Ja, Überladewagen. Ja, dass ich die T-Rex dann einmal komplett entladen bekomme, ne? Wo ist denn der Zug jetzt? Ne, ich sehe den jetzt nicht, ne? Ich kann jetzt auch nicht, doch, da hinten ist er. Da Ey, kommt er. was ist das hier für ein Käse? Bleibt jetzt hier das Heu liegen. Und er lädt ab. Auch automatisch. Auch automatisch. So gut. So, den ersten Wagen hat er leer. Jetzt müsste er den zweiten Wagen entladen. Das macht er auch automatisch. Oder? Ja. Hält an und entlädt den zweiten Wagen. Wie geil ist das denn? Batman, was? Das ist doch geil, ne? Kannst du jetzt mal ruhig mal, jetzt ruhig mal Applaus spenden? Auch du, Super Plus. Auch ihr da im Chat. Mich jetzt nur eine halbe Stunde gekostet oder 45 Minuten oder eine Stunde und jede Menge Nerven. Ja, wie geil. Lässt denn der hier das Heu liegen, Mann? Was machst du da jetzt gerade? Ja, schwadern, aber irgendwie bleibt hier was liegen die ganze Zeit. Weiß ich warum. Bleiben immer solche Fitzchen liegen. Da muss ich das Ding noch irgendwie hier ausklappen. Hier, das ist der MB-Truck. Hier ist nur alles für den MB-Truck, die Steuerung. Schwader abschalten, zuklappen. Komisch. Naja, haben halt ein bisschen Verlust, ist jetzt auch nicht so wild. Stimmt, weil es gerade regnet, schafft der Schwader nicht wegzuschwaden. 135.000 gibt das pro Zug. Geht auch, ne? So, der Zug fährt jetzt wieder rum. Er kommt jetzt bei dir vorbei. Jetzt noch mal. Ich mache das jetzt mal anders hier. War das damit die Karte? Kleiner war doch F9, ne? Oder nicht? Das F9? Karte kleiner? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe das auf meiner Seitenkonsole. Wo bin Das ich jetzt? vorgewendet zum Schluss. Oh. Jetzt passiert.
Nee, das sieht komisch aus.